Moin und herzlich willkommen. Unser letzter Umzug, der liegt inzwischen viele Jahre her, aber ehrlich gesagt graut mir jetzt schon vor dem nächsten. Denn in der Zwischenzeit hat sich unser Haushalt mindestens verdoppelt. Und wir haben unendlich viele Dinge irgendwo auf dem Dachboden verstaut oder unten in den Keller getan. Und während meines Studiums, da passte noch mein ganzes Hab und Gut in den Kofferraum meines Autos. Aber jetzt? Jetzt braucht es wahrscheinlich einen 40-Tonner dafür. Wer umzieht, der schaut sich in der Regel erstmal die neuen Räume an. Vielleicht besorgt er sich einen Grundriss und dann guckt er einmal, was kommt mit und was kommt weg. Und bei manchen Dingen ist auch ganz klar, diese Dinge müssen unbedingt mit, weil da einfach schöne Erinnerungen dranhängen, das sind echte Lieblingsstücke eben. Der heutige Predigttext, der kommt mir ebenfalls wie ein Umzug vor, allerdings wie ein Umzug auf eine ganz komische Art und Weise, denn die Umziehenden, die finden sich auf einmal an einem neuen Ort wieder. Und sie wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie sie dahin gekommen sind. Aktiv gestaltet war das nämlich jedenfalls nicht. Da gab es vorher keinen Plan, kein Sortieren, auch kein Packen, kein Ein- und kein Ausladen. Und doch ist irgendetwas anders geworden. So als ob sie abends eingeschlafen wären und sich über Nacht der Grundriss der Wohnung geändert hätte. Und auf einmal passt der Schrank nicht mehr hierhin, eine Tür geht nicht mehr richtig auf oder eine andere nicht mehr richtig zu. Aber dann kommt das große Aha, die Erkenntnis, wir haben unsere vier alten Wände verlassen. Wir sind in einer neuen Zeit angekommen, nur haben wir es verpasst, uns darauf einzustellen. Und dann beginnen sie zu sortieren. Und meine Frage lautet, ist das eigentlich bei uns ähnlich? Sind wir ebenfalls in einer neuen Zeit angekommen? Corona hat unsere Welt und hat unser Gemeindeleben und hat auch uns selbst so verändert. Aber haben wir uns da schon drauf eingestellt? Haben wir uns sortiert? Und haben wir geguckt, was davon, von dem, was vorher war, was davon wollen wir mitnehmen? Und was davon kann vielleicht auch weg? Wie wollen wir als Gemeinde sein in der Post-Corona-Zeit? Die ja auch erst noch kommt. Aber jetzt erstmal der Predigttext, der steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden, und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, ein Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Mein erster Punkt heißt ein ungeplanter Umzug. Was brauche ich und was kann noch weg? Und was ist mir so lieb geworden, dass es auf alle Fälle mitkommt? So fragen Menschen, die ihren Umzug planen. Und diese Frage stellt sich auch den Menschen in der Gemeinde in Jerusalem, nur dass sie eben längst in ihrem neuen Zuhause angekommen sind. Die Gemeinde war gewachsen, immer mehr Menschen hatten sich hier angeschlossen und unter den Neuen, da waren viele Menschen, die aus anderen Teilen der griechisch-hellenistischen Welt hinzugezogen waren nach Jerusalem.
Das waren auch Menschen mit einem jüdischen Glaubenshintergrund, aber eben mit einer etwas anderen Prägung. Auch sprachen sie kein Aramäisch, sondern eben Griechisch. Viele von ihnen waren wahrscheinlich gut gebildet und waren auch finanziell ganz gut aufgestellt. Und auch was den Umgang mit den Traditionen ging, mit den Ritualen, mit dem, was so im Judentum eben auch an Geboten so wichtig ist, war wahrscheinlich bei ihnen etwas lockerer. Geleitet wurde die Gemeinde aber nach wie vor von den Alteingesessenen, nämlich von den 12 Aposteln. Das war für die Zugezogenen bestimmt auch okay, denn schließlich hatte Jesus selbst diese 12 Männer ausgesucht und eingesetzt. Jesus höchstpersönlich hatte sie unterrichtet und hatte sie gelehrt. Und was die christliche Lehre anging, da waren diese 12 ihnen immer noch meilenweit voraus. Das war für sie bestimmt voll okay. Außerdem waren ihnen hierarchische Strukturen ja auch so vertraut aus ihrer Welt. Trotzdem waren sie in der Gemeinde eine Einheit und das faszinierte sie, nämlich dass sie trotz ihrer Unterschiede eine Gemeinde bildeten. Und zwar eben Juden und Griechen, Männer und Frauen, Herren und Sklaven. Und sie kümmerten sich umeinander. Aber jetzt geriet das Ganze gerade irgendwie in eine Schieflage. Zu den wesentlichen Aufgaben der 12 Apostel gehörte eben die Predigt, aber auch die Versorgung der Witwen und der Armen. Aber schaute man genauer hin, dann hatten die 12 die Witwen mit einem hebräischen Hintergrund, also die eigenen, die Einheimischen, die hatten sie dann wohl doch noch etwas besser im Blick. Die anderen, die wurden von ihnen auch immer mal wieder übersehen und die gingen dann eben auch leer aus. Und Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, erfasst zusammen. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus den griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Und das ist spätestens der Moment, wo die 12 entdecken, wir werden unserem Anspruch, einander im Blick zu behalten, nicht länger gerecht. Wir sorgen nicht mehr in dem Maße füreinander, wie wir uns das wünschen. Als wir noch eine kleine Gemeinde waren, da funktionierten die Strukturen, da passte das. Aber jetzt sind wir mehr, wir sind gewachsen. Und wir müssen unsere Strukturen ändern, damit sie wieder zu uns passen. Sie entdecken, wir sind in eine neue Zeit hinein umgezogen. Wir sind in eine neue Situation hineingekommen. Und die 12 reagieren, indem sie eine Strukturreform anstoßen und eine zweite Leitungsebene installieren. Und mein zweiter Punkt heißt dann, angekommen? Fragezeichen. Nun ist doch alles gut, könnte man meinen. Das klingt nach dem Paradebeispiel einer erfolgreichen Unternehmensreorganisation. Eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Den Witwen ist geholfen, sie kommen wieder zurück in den Blick und sie bekommen Lebensmittel. Da, wo sie eben eine Bedürftigkeit haben, wird sich wieder um sie gekümmert. Also, den Witwen ist geholfen. Die sich beschwert haben, die bekommen eine Führungsposition, sie bekommen eine Führungsrolle innerhalb dieser Unternehmung. Und diejenigen, die bisher die Leitung inne hatten, die können sich wieder auf ihre Kernaufgabe konzentrieren. Ende gut, alles gut. Aber tatsächlich ist das Problem dann doch noch etwas vielschichtiger und das finde ich an diesem Text tatsächlich auch richtig spannend. Denn liest man genau, dann besteht das eine Problem eigentlich aus zwei Problemen. Denn während sich die Zugezogenen von den Einheimischen übersehen fühlen, stellen die Einheimischen das so dar, als ob es sich hier nur um ein Strukturproblem handeln würde. Und je nachdem, welcher Sicht man sich anschließt, und das ist fast egal, in jedem Fall steht die Einheit und die Einmütigkeit hier in der Gemeinde auf dem Spiel. Aber gucken wir noch einmal genauer hin. Zum einen stimmt ja die Beobachtung dieser Zugezogenen, dass ihre Witwen bei der Verteilung der Almosen übersehen werden.
Und das sehen die 12 Apostel dann ja auch sofort ein und sie berufen eine Gemeindeversammlung ein und diese bestimmt ganz basisdemokratisch neue Verantwortliche für diese Aufgabe. Vorher werden noch Kriterien festgelegt, wie diese Männer sein sollen, nämlich sie sollen a. einen guten Ruf haben und b. vom Heiligen Geist Weisheit und Einsicht bekommen haben. Und dann erfahren wir sogar die Namen dieser 7 Männer, die gewählt werden. Aber es fällt auf, alle 7, jeder einzelne von ihnen, trägt einen griechischen Namen. Und ich frage mich, gab es unter den aramäischen Männern in dieser Gemeinde, unter den Alteingesessenen, gab es denn da niemanden, der auch diese beiden Kriterien erfüllt hat? Oder ist die Fraktion der Zugezogenen inzwischen so stark und die Spaltung so weit vorangeschritten, dass sie ihre eigenen Leute eben in diese Position gewählt, dass sie in diese Position gehievt wurden? Die Masse macht's. Wie auch immer, die 12 Apostel, sie akzeptieren die Wahl und sie setzen die 7 dann als eine zweite Führungsriege, als eine zweite Führungsebene ein. Sie ordinieren sie und, ob gewollt oder nicht, sie installieren sie damit als eine Art Gemeindeleiter für die Zugezogenen. Denn auch wenn die 7 ihnen zugeordnet bleiben, verfestigt sich damit die Gruppenbildung und die Gemeinde ist stärker polarisiert, als sie es je zuvor war. Und hinzu kommt ja dann auch die Aufgabenverteilung, nämlich dass die einen für die eher diakonischen Aufgaben zuständig sind, während die anderen, nämlich die 12, den Wortdienst für sich behalten. Und wir spüren, dieser Deal, diese Strukturveränderung, sie hat nicht nur Vorteile. Und wer dann in der Apostelgeschichte noch ein bisschen weiter liest, der entdeckt, dass das Miteinander durchaus auch spannungsvoll blieb. Und ein dritter Gedanke, eine dritte Überschrift, von Jerusalem nach Kiel und damit wieder zu uns. Inzwischen ist es über ein halbes Jahr her, dass Corona unsere Welt und auch unser Gemeindeleben verändert hat. Von jetzt auf gleich haben wir aufgehört, Gottesdienste zu feiern. Wir haben keine Veranstaltung mehr angeboten. So langsam ändert sich das wieder. Wir fahren die Veranstaltungen wieder hoch und seit Anfang der Sommerferien haben wir hier auch Gottesdienste, aber alles in einem veränderten Rahmen, oft mit Maske. Wir sind in eine neue Zeit hinein umgezogen und ich frage mich, was muss sich bei uns ändern, damit unsere Strukturen zu dieser neuen veränderten Situation, zu dieser neuen veränderten Zeit passen? Wie wollen wir Gemeinde sein? Was soll bleiben und was sortieren wir aus? Natürlich gibt es Unterschiede zwischen unserer Gemeinde und der Gemeinde in Jerusalem. Das Problem der Gemeinde in Jerusalem war, dass sie über die Maßen gewachsen ist. Dieses Problem haben wir leider nicht. Aber klare Strukturen, die helfen, Aufgaben zu verteilen und die dann auch eben helfen, Einheit und Einmütigkeit zu fördern, dass wir einander im Blick behalten und füreinander da sind, das ist doch heute genauso hilfreich, wie es damals war. Und vielleicht helfen uns hier 2 Fragen, um uns eine Antwort anzunähern. Was haben wir in Bezug auf unser Gemeindeleben? Was haben wir in den letzten Wochen und Monaten vermisst? Und 2, wie wollen wir diese Lücke füllen? Manchmal tun wir uns als Gemeinde ja schwer, neue Realitäten anzunehmen. Da geht es uns wie anderen Einrichtungen und Organisationen. Aber dass Corona unser Leben verhindert hat, das ist ja nun mal so. Ich wünsche mir, dass wir uns das Handeln der Jerusalemer Gemeinde zum Vorbild nehmen. Und es macht mich gelassen, dass auch ihre Strukturreform nicht alle Probleme gelöst hat. Perfektion gehört eben nicht zum Reich Gottes dazu. Ihre Einheit hing eben nicht daran, dass alle einer Meinung waren. Und doch konnten sie sich ihre Einmütigkeit bewahren. Und das lässt mich hoffnungsvoll gucken auf diese Post-Corona-Zeit, auf die wir ja noch warten. Amen.